Ja, und wir kommen jetzt zum Sport mit Marco Pahl. Und da zeigen wir Ihnen einen Studiogast, der seinen Schlitten mitgebracht hat, Marco. Ja, Stefan, den Schlitten, mit dem er am nächsten Wochenende am Königssee um WM-Medaillen kämpft. Es geht um Toni Eggert aus Ilsenburg, Weltcupsieger im Rodeldoppel. Sein Schlitten wiegt knapp 30 Kilo und ist für den Normalbürger unbezahlbar. Mehr über den Schlitten und den Cheftüftler im Team, Eggert Beneken, gleich im Sport. Doch zuerst müssen wir natürlich noch mal über das Sachsen-Anhalt-Derby sprechen. Magdeburg gewinnt mit 2:1 in Halle, aber als Sieger können sich auch die Fans des Gastgebers fühlen. Die Anhänger des HFC kurz vor dem runden Geburtstag mit einer sehr schönen Jubiläumschoreografie. Reichte aber sportlich nicht für den Sieg. Magdeburgs Derbyheld Sebastian Ernst machte dem HFC keine Geschenke. Die FCM-Fans gratulierten dann auf ihre Weise. Heute der Tag nach dem Derby. Keine Auszeit für die Spieler. Sowohl die Magdeburger als auch die Hallenser wurden zum lockeren Auslaufen gebeten. Und klar, auf der einen Seite Strahlemänner, auf der anderen Seite eher geknickte Kicker. Und die Frage der Woche, natürlich auch ein Thema beim Derbysieger. Hier ist die Frage der Woche. Ist der FCM ein Aufstiegskandidat? Ja, der FCM steigt auf. Nein, der FCM bleibt in Liga 3. Das kann ich nicht beurteilen. Als dritte Option abstimmen können Sie wie immer unter mdrsachsenanhalt.de. Es war ja ein weitgehend friedliches Derby. Doch leider gab es am Rande der Partie doch ein paar Vorkommnisse. Die Polizeibilanz, mehr als 30 Anzeigen, unter anderem wegen Landfriedensbruch, Hausfriedensbruch und Körperverletzung. Dazu 6 Verletzte und einige sichergestellte Sturmhauben und Schlaghandschuhe. In Dessau gab es auf dem Hauptbahnhof bereits vor dem Spiel eine Schlägerei zwischen den Fanlagern. Heute Morgen, 10 Uhr, die alte Elbe fließt ruhig entlang, die Vögel gleiten sanft durch die Lüfte. Diese Idylle ist der ideale Ort, um durchzuatmen und den starken Derby-Sieg gestern sacken zu lassen. Es war ein perfekter Auftakt in 2016. Die Männer des 1. FC Magdeburg sind müde, aber überglücklich. Ja, wenn man morgens dann aufwacht, dann gehen dann schon noch mal ein paar Szenen durch den Kopf. Und wir sind natürlich glücklich, Derby-Sieger zu sein. Und auch wenn man es noch mal so Revue passieren lässt, ich denke, nicht unverdient. Seine Lieblingsszene, der Siegtreffer. Es ist auch diese Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, die den FCM so stark macht. Die Mannschaft hat richtig Bock auf Liga 3 und noch ist alles drin. Momentan stehen sie sensationell auf Platz 4, ganz nah dran an den Aufstiegsplätzen. Schlittern die Blau-Weißen gar in Liga 2? Wenn wir die Punkte weiter sammeln, wenn wir weiter so erfolgreich spielen und am Ende da oben stehen, dann wollen wir natürlich, klar, wollen wir das Unmögliche möglich machen und vielleicht dann aufsteigen. So, man soll sich ja die Türen in alle Richtungen offen halten. Ich denke mal, das sind Sachen, die vom Vereinsseite auch erledigt werden müssen. Und ja, aber dennoch, der Klassenerhalt bleibt das Ziel. Die Lizenz für Liga 2 wird der Verein beantragen. Abgabeschluss ist im März.